Okay, da ist der Eimer, da können wir rein, alles gut. Ja, haben wir das mit dem Schlüssel halt auch nicht gemacht. Aber vielleicht kann man das später sonst nochmal machen oder so. Und wenn ich es auch nicht will, das ist eine Nebenquest. So. Okay, jetzt zur Clementine schnell. Ja, wie gesagt, das mit dem Rätsel hat gerade unnötig lange gedauert, weil ich einfach schon fräsig im Schädel bin. Ich spiele ja heute irgendwie schon 8 Stunden fast am Stück oder so, weil die Pause vorhin, die war wirklich sehr kurz. Oh. Nichts hat einen Sinn, wenn wir nicht tanzen können. Ihr könnt uns den Platz klauen, aber nicht unsere Moves. Okay. Simon Kretschmer. Hey, denkt ihr, ihr könnt uns davon abhalten, in unserer Bude abzuhängen? Glaubst du, der Gouverneur hat ein Auge auf meine Vintage-Kartensammlung geworfen? Ja, bestimmt. Pokémon Trading Card Game. First Edition. All die Arbeit für nichts. Bitte Ruhe bewahren. Es ist eine Suchaktion im Gange. Ja, okay. Oh, da ist abgesperrt. Da auch. Aber die Treppe geradeaus geht halt noch. So. Treppe geradeaus geht noch. Okay, die decken fast beide Bereiche komplett ab. Wie ist das auf der Seite? Sperrt den Bereich. Okay, warte. Der eine dreht sich doch weg. Ja, natürlich ist hier auch eine Drohne. Da geht's nicht hoch. Oh, scheiße. Oh, Glück gehabt, dass die nicht einfach auf uns shootet. Genau, verpiss dich mal wieder. Zack. Lol. Okay, warte. Ich muss ja noch ein Stockwerk höher. Hier, da. Schnell dran vorbei. So, in welchem Bereich guckst du? So, ich muss ja irgendwie darüber kommen zu der Wohnung. So, hopp. So nämlich. Okay. Uiuiuiui. Was ein wildes Spektakel. Nani? Wo bist du? Wo bist du? Oben? Ey, nein, du sollst... What the fuck? Da hoch und dann da hoch, bitte. Hä? Wo versteckst du dich? Ich glaube, wir fragen dann mal unsere Drohne um Rat, ne?
Drohne, was sagst du? All diese Wächter, die hier herumschwirren. Sehr seltsam. Ich hoffe, Clementine ist nichts passiert. Lass sie uns finden. Großartig. Wer weiß, wo die jetzt rumhängt, ey. Also hier in der Wohnung ja augenscheinlich schon mal nicht. Ich meine, ich guck noch mal. Vielleicht bin ich auch einfach nur komplett kernblind. Aber nö. Also wieder raus aus der Bude. Weil wir haben gerade ja nicht wirklich was davon. Jetzt habe ich mich aber richtig gerade rein manövriert hier. Du willst mich verarschen! Fuck. Wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Na, 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 na. Die Ladezeiten sind lang. Tralalala. So unnötig lang. Okay, in der Bude fangen wir wieder an. So, die Batterie haben wir. Hier vielleicht nochmal auf die Hinweistafel gucken. Clem. Keine Spur von Clementine. Oh, was ist das denn? Sieht aus wie eine verschlüsselte Nachricht. Wir werden Detective spielen müssen, um herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Schau mal. Für B12 und die Katze. Die Antwort liegt in meinen Sachen. Und dann sind da noch 4 Symbole. Es ist mit Clementine unterschrieben. Schau mal. Ja. Also. Diese Esoteriksteine, eine Vase und diese Lavalampe. Und in der Reihenfolge, oder wie? Kann ich da jederzeit drauf zugreifen, auf den Hinweis? Kann ich. Das ist gut. Die Antwort liegt in meinen Sachen. Alles klar. Dann... wahrscheinlich hier. Das ist doch... genau, inspizieren. Meine Sensoren können nur harmlose Chemikalien in gasförmigem Zustand erkennen. Sie können das beruhigende Gefühl, an das ich mich erinnere, nicht wiedergeben. Genau wie ich können Gefährten gar nicht, Gefährten gar nicht riechen. Also frage ich mich, warum sie das tun. Unter dem Behälter ist auch eine Nachricht versteckt. Sie lautet, ich bin bei. Okay, das ist das. Dann haben wir die Lavalampe. Ich denke mal oben. Ey. Oh. Hüpf doch einfach da hoch, wo ich hin will. Bitte. So, genau. Weil hier war doch so eine Lavalampe. Okay, aber das ist nicht die, mit der wir interagieren sollen. Einmal hier. So. Dieser Edelstein ist von durchschnittlichem Wert und geringer Reinheit. Das Leuchten scheint künstlich hinzugefügt worden zu sein. Vielleicht dient er uns als Signal, damit wir etwas Hilfreiches finden. Bingo! Da ist eine Nachricht. Sie lautet Blazer. Warte mal.
Okay, das Duftding, der Stein, jetzt. Ich glaube, das ist eine Vase oder so. Auf jeden Fall nicht hier oben. Eine Vase. Inspizieren. Okay, was für ein merkwürdiges Ding, in einer Wohnung zu haben. So sehen die Gefährten hier die Menschen. Ist irgendwie komisch. Schau, hier wurde etwas hinterlassen. Darauf steht, kommt in den. Ja, und jetzt fehlt nur noch die Lavalampe. Anscheinend hier. Oder auch nicht. Lavalampe? Lavalampe. Oder PC, whatever. Hast du etwas gefunden? Ich sehe nichts. Bist du sicher? Hier gibt es nichts. Ja, irgendwo wird doch noch so eine doofe Lavalampe sein. Hier inspizieren. Hast du was gefunden? Ich sehe nichts. Bist du sicher? Warte mal. Oh, hopp. Ja, okay, aber hier ist nichts. Da ist eine Lavalampe. Warte mal. Oh, hopp. Tada. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es leuchtet irgendwie hypnotisierend. Entschuldige, dass ich woanders war. Ich habe diese Nachricht hier gar nicht bemerkt. Sie lautet Nachtclub. Cool. Wenn uns der Bodyguard reinlässt. Ich bin bei Blazer. Kommt in den Nachtclub. Das ist gut. Gut gemacht, Leutnant Katz. Jetzt... lass sie uns suchen gehen. Wir haben nicht viel Zeit. Ja, jetzt müssen wir uns erstmal hier wieder durchprügeln. Theoretisch dürfte die uns so nicht erwischen. Und wenn die lang genug wegguckt, können wir an der vorbei. Ja, jetzt dreht die sich gefühlt eine Ewigkeit nicht um. Wenn ich jetzt laufe, dann dreht die sich um, wetten? Ist hier irgendwo eine Kiste? Oh, Alter. Das war eine wilde Verfolgung auf jeden Fall. Und raus hier. Scheiße, auf der anderen Seite könnte ich runter. Warte. Also halt da drauf. Da drauf. Und rennen. Okay. Der Nachtclub. Hier. Ich hasse diesen Club. Er ist voller Angeber, aber wenigstens gibt es dort Wächter. Achtung, Groove Level bei 2%. Bitte sofort einen Tanzplatz suchen. Naja, 2% ist jetzt nicht so viel, ne? Ich glaube nicht, dass der Türsteher uns reinlassen wird.
Hey Leute, ich glaube, wir müssen wieder hinten rumklettern. Gut. Hintenrum. Das ist ja nur der Arbeiter. Da oben zu den Kollegen. Wie kommen wir denn zu dem Kollegen? Hier hoch. Da hoch. Ja, hüpf. Gut, dass sie den da hingesetzt haben. Das macht es leichter, in den Club zu kommen anscheinend. So, grüß dich. Kann ich mit dir reden? Tachchen, wie geht es dir heute? Ja, ganz stabil, ne? Danke der Nachfrage. Aha. Hey, wie bist du hier hochgekommen? Willst du mit uns feiern? Hier, spring rein und hol dir was zu trinken. Bedankt. Boah, hier steppt aber der Bär, du. Na Mensch. Können wir hier an den Türen irgendwas machen? Nein. Erstmal Drinks und so verschütten. Hopp. Hopp. Können wir mit euch reden? Mit dem ja. Okay. Pah, dieser Club ist scheiße. Als ich versucht habe, in den blöden VIP-Raum zu gehen, haben sie mich rausgeschmissen. Mich? Kannst du das glauben? Also habe ich diesen Hebel geklaut. Nur so zum Spaß. Wenn du mir einen Drink besorgst, gebe ich dir diesen blöden Hebel. Ich brauche ihn nicht. Und ich will auch nicht damit erwischt werden. Ja? Können wir mit dem auch reden? Nein. Erstmal mit allen reden. Cooler. Einmal nach links, einmal nach rechts. Dam da dam da 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 dam. Das ist der Zegema-Tanz. Na dann. Boah, der Drachenkopf ist cool. Wiff. Gefällt dir meine Maske allerdings? Ich habe sie selbst gemacht. Sie stört die Scans der Wächter. Und sieht cool aus. Ey, ich will die haben, wenn die Scans stört. Wasch. Macht irgendein Geräusch. Oh lol, der geht richtig ab. Der geht am besten ab, wenn ihr mich fragt. So, mit dem können wir nicht reden. Mit dem auch nicht. Mit der Person schon, mit Anna. Ich habe extra bezahlt, um vom Türsteher die Tanzschritte für heute Abend zu bekommen. Er ist derjenige, der in seiner Freizeit die Hologramme programmiert. Okay, mit dem können wir nicht reden. Barkeeper sprechen. Hey Gast, der Zugang zum VIP-Balkon ist geschlossen. Dort findet eine Privatveranstaltung statt. Den hat ein Blazer-Typ reserviert, glaube ich. Ja. Das ist der Drink, den wir beschaffen sollen. Nehmen wir mal mit. Dann kriegen wir nämlich den Hebel. Aber ich will erst noch hoch zu den DJs. Mit ihm können wir quatschen. DJ Matt C. Hey Leute, DJ Matt C ist hier. Dann wollen wir mal die Party steigen lassen. Das erste Lied ist ein Wunsch von unserem sehr fragwürdigen Freund Blazer. Kann ich scratchen? Ich kann das auch. Lass mich mal machen. Lass die Katze mal machen.
Okay, da ist theoretisch Y, aber... Leider geht Y da gerade nicht. Schade. So, hier ist der Schalter, den wir brauchen. Ah, hier, warte mal. Können wir den schon umlegen? Ja. Da können wir hochhüpfen. Er schaltet den aber um. Okay, dann können wir trotzdem nicht scratchen. Okay, warte. Wir holen uns jetzt erstmal den Schalter. Oh, danke, mein Freund. Bitte sehr. Wie versprochen. Okay, Hebelgriff. Sehr schön. Dann einmal den Hebelgriff. Zack. Und hopp. Einlassen die aber unten. Oh ne, den fahren die auch hoch. Kann ich irgendwo hin? Ja, anscheinend hier drauf. Bringt mir nur nichts. Ja, hier scheint richtig zu sein. Wenn der uns hier hochfährt. Die Drachenmaske finde ich wirklich cool. So. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Nein. Aber hier ist auch nochmal eine Art Mischpult und so. Hier können wir den Emergency-Knopf drücken. Notaus-Taste. Notaus. Und Not aus. Und hopp. Warte. Ah. Oh. Kleine Cutscene. So, hoppi. Und hopp. Und hopp. Moin. Raff Camorra ist auch am Start, alles klar. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu den Wächtern. Ich verstehe nicht, warum sich die Leute so sehr über sie beschweren. Ich auch nicht. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Wenn die Roboter löschen und Katzen erschießen. Okay. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ah ne, da kann ich nur wieder hier hoch. Ich dachte, das hat da oben mit dem mit der Deko zu tun. Okay. Oh. Anscheinend will Blazer uns an die Wäsche. Das war so klar. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Du bist nicht so schlau, wie du aussiehst, kleine Katze. Wie auch immer. Nichts gegen dich. Geschäft ist Geschäft. Oh oh. Sie schwitzt. Ich finde cool, dass sie darüber Emotionen haben. Geschäft ist Geld. Und Geld ist mir viel wichtiger als Freundschaft oder Kameradschaft. Du hinterhältige kleine V. Okay, hier habt ihr sie.
Und jetzt? Berechtigte Frage. Wow. AI Katz Ratz, ab ins Gefängnis war die Errungenschaft. Oh lull. Kann ich hin und her schwingen? Kann ich. Und irgendwie sowas werde ich auch wahrscheinlich tun müssen. Weil mir fällt auch nichts großartig anderes ein. Und hopp. Mensch, sogar Gefängnis machen wir mit. Sowas auch, ey. Und hopp. Okay, wir müssen da hoch. Warte mal. Okay, hier können wir halt auch nichts machen. Also wir müssen schon hier rauf, darüber, den Schwung mitnehmen, da hoch. Und darüber. Okay. Oh, wir haben ja... Oh, ja stimmt. Wir haben ja nicht mal unsere Drohne jetzt. Die haben uns alles weggenommen, die Schweine. Scheiß Nazis. Gefängnis. Aber, meine lieben Tomodachis, ich würde sagen, der Abschnitt hier ist tatsächlich ein guter Punkt, um dann für heute aufzuhören. Wie gesagt, die zweite Session an dem heutigen Tag. Ich mache dann ganz, ganz locker morgen weiter. Ich habe richtig Bock. Aber ich merke, ich brauche auf jeden Fall eine Pause, weil so ein paar Sachen haben unnötig lange gedauert. Ja, Pranke, das ist aber bei dir grundsätzlich nichts Neues. Ja, stimmt, aber irgendwie bei dem Spiel hatte ich jetzt das Gefühl, okay, das liegt wirklich daran, dass ich langsam matschig bin. In diesem Sinne, eine Bitte, wie immer. Denkt bitte an den ganzen YouTube-Kram, sprich, wenn euch die Sachen gefallen, die ich mache, dann lasst ein Like auf die Videos da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, aktiviert die Glocke, so verpasst ihr nichts. Und das Wichtigste wäre für mich tatsächlich, da würdet ihr mir wirklich einen riesen Gefallen tun, ist, wenn ihr mich weiterempfehlt, wenn ihr sagt, ich bin sympathisch, ich bin es in irgendeiner Form wert, geguckt zu werden, dann empfehlt mich bitte weiter, dass dieser kleine Kanal hier ein bisschen wächst. Das würde mich sehr freuen, da würdet ihr mich sehr glücklich machen. Und in diesem Sinne, lieben, lieben Dank fürs Zuschauen, meine lieben Tomodachis, und bis zur nächsten Session. In diesem Sinne... Katz, Fratz, Miau, ciao!